Das schnelle Gericht wird Ihnen präsentiert von Frankenland. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen im schnellen Gericht. Heute machen wir einen ersten Wösching, schönes Wöschinggemüse, angebratene Maultaschen dazu. Schön durchschwenken, saftig, fein, lecker, wie es funktioniert. Machen wir jetzt zusammen. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum schnellen Gericht. Wir machen ja heute unseren Wösching. Und dafür habe ich unseren ersten Wösching der Saison mitgebracht. Richtig schönes Köpfchen, natürlich da vorne Majoran, Wösching, Butter, Knoblauch da hinten, Zwiebeln, eine Creme Fraiche und Sauerrahm, was er halt ergattert, nimmt er mit. Wenn Köstermann für die Farbe, Petersilie, Blattpetersilie, die hacken wir. Walnuss und Wösching passen natürlich gut zusammen. Hier habe ich fertige Maultaschen gekauft, die mit Schweinefleisch gefüllt. Gibt natürlich auch Gemüse, ja, und dann macht er vegetarisches Gericht draus, müsst ihr natürlich den Speck auch noch weglassen. Und hier haben wir noch ein bisschen Chili, dass wir einen Pfiff reinkriegen. Salz, Pfeffer, Öl, zwei Pfannen, fertig, können wir schon loslegen. So, mit was fangen wir denn an? Erst einmal Platz machen. Schildlaufzeiten. Jawohl, die Pfannen werden langsam warm. Passt auf. Schön Stück Butter rein. Die Butter ist in dem Fall der Gradmesser, wie heiß eure Pfanne ist. Wenn das da drin ist, spritzen und das Brennen anfängt, dann wisst ihr, dass das zu heiß ist. Wenn das aber so dahin schmorgelt, sag ich mal, dann wisst ihr, dass das genau richtig ist. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ihr das Ganze vegetarisch machen wollt, dann müsst ihr entweder Maultaschen selber machen mit Gemüsefüllung oder ihr kauft euch vegetarische Maultaschen, das ist ja heute überhaupt kein Problem mehr. Und dann müsst ihr halt leider diesen guten, schönen Speck weglassen. Aber es ist ja jeden seine Entscheidung. Ich stehe ja drauf, ne? Wahrscheinlich Speck, das sind, ja, genau das, was passt. Also, dann schneiden wir mal. Könnt ihr grob, könnt ihr auch Speckwürfel nehmen oder Schinkenwürfel. Das Geräucherle, das passt auch sehr, sehr gut, wenn ihr so einen Schwarzwälder wie früher es noch habt. Wenn ihr Glück habt, habt ihr einen richtig schönen Speckschwaden erwischt. Hm. Da müsst ihr schön ausbraten. So, und jetzt schaut her. Wenn wir den jetzt sauber machen, der schaut ja so sehr schön und sauber aus. Geregnet hat es die letzten paar Wochen auch nicht. Also weiß ich, dass mein Wösching eigentlich gar nicht mehr so sandig ist. Nichtsdestotrotz, da unten wird immer Sand drin bleiben. Ja? Und wenn ich euch was empfehlen kann, fangt von außen an mit eurem Wösching. Die äußeren Blätter schmecken genauso gut wie die inneren Blätter. Ich finde das für dieses Gericht, also unsere Wöschingpfanne, sogar noch schöner, weil es irgendwie so das dunkelgrüne doch einen deftigeren Charakter hat. Von dem her fangen wir außen an. Hat den Vorteil, dass das da schön liegen bleibt. Und fertig, was das liegen bleibt, dass man das schön aufheben kann. Strung rausschneiden. Und dann wird es nämlich eine ganz schnelle Geschichte. Wir sparen uns nämlich auch das Blanchieren. Also früher, was heißt früher, magst du heute auch noch. Nimmst du deinen Wösching, schmeißt ihn ins kochende Wasser rein und danach verarbeitest ihn. Ich mache das direkt da drin, weil zusammenkochen tut es ja eh. Wenn ich jetzt das so der Länge schneide, dann habe ich ja riesen lange Fäden drin. Dann ist es wie Spaghetti, dann macht und dann habe ich es rechts und links am Ohrhänger drum. Andersrum schneiden, dass es nicht ganz so lang ist. Oder noch einmal so durchschneiden. Also das ist jeden sei Gusto. Und wenn ihr es so nicht richtig gut könnt, weil er sagt, huh, das ist ja zu viel und ich schneide mir in die Finger, macht euch eine kleine Rolle und schneide dann so weiter. Ja? Also das ist alles euer Entscheid. Ich brauche jetzt eher ein bisschen, ich hätte gesagt, wir machen eine kleine Pause, weil ich muss warten, bis ich meinen Speck richtig schön ausbrutzelt habe. Was natürlich schwer wird, wenn er so auf dem Haufen liegt. Aber ich wollte euch erst mal zeigen, hier Wösching schneiden. Keine Kunst, ne?
wenn er es nicht ganz so schnell kennt wie ich, dann tät er einfach ein wenig langsamer. Nicht, dass er euch in die Finger schneidet. Wollen wir ja nicht. Also ich protze den Speck schön aus, drehe meine Maultaschenpfanne noch ein kleines bisschen hoch, damit wir das schön golden anbraten können. Und sobald er ausbraten ist, seid ihr wieder dabei, dann machen wir weiter. So, unser Speck wird schön braun und knusprig. Letzten Wirschingblätter hier habe ich auch geschnitten. Das schaut jetzt relativ viel aus, schaut rein. Feine Geschichte, die brutzeln auch schon. Einmal kurz salzen. So, jetzt muss ich ein wenig Gas geben. Ich habe ein wenig zu lange rumgeschludert. Jetzt ist mein Speck schon braun. Jetzt müssten nämlich langsam meine Zwiebeln rein. Naja, aber wie gesagt, müssen wir ein Gas geben. Ob ich jetzt die wieder in Würfel oder in Scheiben oder in eure Entscheidung. Hauptsache ihr schneidet. Hoppla. Knuspriger Speck ist gut, schwarzer Speck ist nicht schlecht. Ne? Aber wir sind im Rennen, schau her. Wunderbar. Und schau, haben wir die Temperatur aus der Pfanne genommen. Jawohl, so muss sein. Knoblauch noch ein bisschen mit rein. Sind immer viel Knoblauchschimpfer dabei. Hey, am Schluss ist in jedem Essen irgendwie ein Knoblauch drin, man merkt es gar nicht. Ja, Knoblauch sollte man natürlich nur so verwenden, dass man, tja, dass wenn er nicht drin ist, dass man was vermisst. Wenn er drin ist, dass man nicht schmeckt oder dass man nicht rausschmeckt auf jeden Fall. Weil das ist natürlich, ja, ich will ja kein Tzatziki essen, ich will ja gutes Essen haben. Drum, zack, Knoblauch muss natürlich zum ins Fett ein bisschen mit rein. Schau her, nicht so, weil ich habe da ein bisschen höher gestellt. Dass wir da auch ein bisschen Farbe hinkriegen. Daher. Schön. So sind Maul. Wobei ich mache ja gern, wenn die frisch aus dem Topf kommen, frisch gekocht sind und müssen gar keine Farbe haben. Für das Gericht hier ist es natürlich schöner, wenn es ein wenig Farbe hat. So, dann drehen wir hier mal hoch unseren Wirsching rein. So, pass auf, unsere Walnuss brauchen wir noch ein wenig an der Seite. Kurz mit anrüsten. Anrösten. Was ein Vorteil an der Walnuss jetzt ist, eine Walnuss zu arg angeröstet, wird bitter. Darum macht es jetzt gar nichts, wenn wir das hier nur ein wenig an die Seite mit reinmachen. Und dann lassen wir das ein paar Sekunden mit angehen. Dann rühren wir es schon rum. Aber Walnuss und Wirsching passt natürlich zusammen wie die Faust auf auch, so wie der Speck da rein passt. So passt auch das mit rein. So. Schaut her, ein wenig Chili. Jetzt ein Sauerrahm und wahrscheinlich, wenn wir nur einen Schluck Wasser brauchen. Ja, das muss ich ein wenig zusammenkochen. Das Wasser verdampft wieder. Daher. Schlucki, Zagi. Und jetzt lassen wir es richtig schön durchkochen. Salzen, Pfeffern. Ich wische da mal über mein Brettchen drüber, schneide noch ein paar Kirschtomaten. Und wenn die dann da noch ein bisschen anbrutzeln, lege ich mir aufs Brett. Lass sie ein paar Sekunden auskühlen, schneide die und dann kommt alles schön in unsere Wirsching-Maultaschenpfanne rein. Okay? Also, Kirschtomaten vorschneiden, die kommen dann ganz am Schluss mit rein. Und fertig. So, schauen wir mal. Na, das schaut doch lecker aus. Also, der Vorteil ist natürlich, wenn wir das nicht vorblanchieren und direkt in der Pfanne machen, dass wir einfach den ganzen Geschmack in der Pfanne drin haben. Ich habe jetzt da vorhin noch mal fast dieselbe Menge noch mal an Creme Fraiche rein. Wir haben jetzt da 500 Gramm drin. Ist ein ganz schönes Gerät. Also ist keine Diät haben mehr. Ne? Tomaten rein. Alles, was er reinwerft. Auch würzen, dass es zusammenpasst. Schaut mal. Ah, die Butter passt schon noch rein. Wenn wir die Creme Fraiche aus... Wenn wir die Creme Fraiche schon, wie heißt es, auskochen, einkochen lassen, wird ja aus 30% einmal schnell 50%. Schau her. Die Maultaschen, die müssen natürlich jetzt schon fertig gegart in der Pfanne sein. Ich finde es durch das Anbraten, kriegt es schon nochmal einen richtig schönen Kick für die Pfanne. Also, wenn ich ja vorhin gesagt habe, mir schmecken die gedünsteten auch sehr, sehr gut. Für das Gericht finde ich schon sehr wichtig, dass wir es anbraten. Schaut her. Arme schön durchschwenken.
Also, nachdem ich jetzt weiß, wie viel Ei reduziert ist, wie viel Butter, wie viel Fett und so weiter drin ist, ich lasse mal die Butter weg, okay? Normal hätte ich gesagt, nur richtig schön Stickler Butter, nein. Feine Geschichte. Aber das ist dann schon sehr, braucht ja wirklich einen Schnaps hinterher, wie ich am fetten Essen so ungefähr. Ob das seine Bewanderung hat, ist ja eh dahingestellt. So, gehackte Bäderler. Schmeckt immer gut. Da schmeckt aber nur die Blattpetersilie da recht gut in solche Gerichte, finde ich. Die Krause ist mir da zu hart dafür, zu, ja, na. Schaut her, jetzt haben wir doch ein richtig schönes, saftiges Gericht. Da muss keine Soße rumschwimmen, da muss nichts. Das muss nur saftig sein, sehr fein. Die Säure vom Sauerrahm kommt super. So, was haben wir denn? Schöpferchen. Wenn man das ein wenig stehen lässt, wird man wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser brauchen, damit es nicht ganz einzieht. Weil das wahrscheinlich, da ziehe ich die Maultaschen ziehen. So, schaut her. Fein, he? Und natürlich schauen, dass er viel Maultaschen drauf kriegt. Nicht, dass die Maultaschen am Schluss beim Koch bleiben. Also, wobei, die schlechteste Lösung ist ja nicht. Ne? Aber ihr seht schon, das ist auch ein Gericht für drei Personen, okay? So. Ich glaube Majoran gesagt. Majoran. Majoran, weil ich ihn hier stehen habe. Guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Das schnelle Gericht wurde Ihnen präsentiert von Frankenland.